Wir haben uns letzte Woche überlegt, dass Überlagerungen von gut zusammenhängenden punktierten Räumen in 1:1 Korrespondenz stehen mit Untergruppen der Fundamentalgruppe. Und dementsprechend schließt sich eine sehr natürliche Frage an, nämlich welche Überlagerung entspricht gerade der trivialen Untergruppe der Fundamentalgruppe, die es ja immer gibt, egal wie der Raum aussieht. Und das ist eine sehr besondere und sehr wichtige Überlagerung und deswegen bekommt die auch einen eigenen Namen. Die wollen wir heute studieren. Und dazu treffen wir die folgende Definition. Eine gut zusammenhängende Überlagerung, also zur Erinnerung, ich schreibe es erstmal auf, gut zusammenhängende Überlagerung, P von Y, wir nehmen sie auch punktiert an, Y0 nach x, x0. Also gut zusammenhängend hieß, der Raum Y ist erstmal wegweise zusammenhängend, dann zum zweiten lokal weg zusammenhängend und die dritte Eigenschaft semilokal einfach zusammenhängend. Ja, das waren diese drei Begriffe, die wir alle definiert hatten und die fordern wir hier für den Raum Y und dann übertragen sich alle drei automatisch auch zu dem Raum X. Und eine solche gut zusammenhängende Überlagerung heißt universell, wenn dieser Raum Y einfach zusammenhängend ist. Also falls P1 von Y, Y0 die triviale Gruppe ist. Und automatisch ist dann die charakteristische Untergruppe, dann das Bild dieser trivialen Untergruppe, also selbst die triviale Untergruppe der Fundamentalgruppe des Raums X. Ja? Also die nennen wir universell und stehen damit natürlich jetzt in der Pflicht, irgendwie nachzuweisen, dass sie diesen Namen verdient. Also wir müssen irgendeine universelle Eigenschaft für diese universelle Überlagerung nachweisen. Nachdem wir diesen Begriff definiert haben, sollten wir uns natürlich erstmal um Existenz und dann hoffentlich auch um Eindeutigkeit kümmern. Und das liefert eben der Existenz- und Eindeutigkeitssatz, den wir in der letzten Woche bewiesen haben. Also der Existenz- und Eindeutigkeitssatz zur Erinnerung, was sagt er jetzt in diesem speziellen Fall aus? Der sagt aus, zu einem gegebenen gut zusammenhängenden Raum gibt es zu jeder Untergruppe eben eine bis auf Isomorphie eindeutige Überlagerung und wir nehmen jetzt eben die, die zur trivialen Untergruppe gehört. Also der Existenz- und Eindeutigkeitssatz angewendet auf die Untergruppe G gleich die triviale Untergruppe der Fundamentalgruppe von x, x0 für gut zusammenhängendes X liefert eine eindeutige, und zwar diese Eindeutigkeit ist sehr stark, eine bis auf eindeutige Isomorphie eindeutige. Eine bis auf eindeutige Isomorphie eindeutige Überlagerung mit dieser charakteristischen Untergruppe und die ist unsere universelle Überlagerung. Und mit charakteristischer Untergruppe und als Notation führen wir dafür diese Überlagerung jetzt ein. Wir nennen sie X-Schlange, also sie hängt ja jetzt nur von diesem Raum X ab. Und den Basispunkt dazu nennen wir dann entsprechend auch X0-Schlange.
Jetzt nennen wir diese Überlagerung ja die universelle Überlagerung von x. Das heißt, sie sollte auch tunlichst eine universelle Eigenschaft erfüllen. Darf ich noch einmal ganz kurz eine Bemerkung vorher? Also du verwendest hier etwas, was wir in Übungsaufgaben gezeigt haben, nämlich dass P1 von der Überlagerung injektiv nach P1 vom Basisraum geht. Ne? Guter Punkt. Deswegen ist, wenn g gleich 1 ist, dann auch die Einheit zusammenhängend. Richtig. Die Existenz in Eindeutigkeit liefert erstmal nur die Überlagerung zu dieser Untergruppe. Hm. Das ist die triviale Untergruppe, aber diese Überlagerungsabbildung ist P1 injektiv. Das heißt, dann ist auch die Fundamentalgruppe oben trivial. Genau. Ja, das war eine wichtige Bemerkung. Jetzt aber die Frage, warum universell? Und um diese universelle Eigenschaft einzusehen, fangen wir mit einer Vorüberlegung an. Nämlich, was wir bisher nur diskutiert hatten bei der Klassifikation von Überlagerungen, war eben sozusagen die reine Objektfrage, also wenn ich eine Untergruppe gegeben habe der Fundamentalgruppe, wie finde ich dann eine Überlagerung mit dieser charakteristischen Untergruppe? Und man kann aber noch mehr fragen, nämlich was ist mit den Morphismen? Also wenn ich jetzt eine Untergruppe habe, die in einer anderen enthalten ist, bekomme ich dann auch Pfeile, also eine stetige Abbildung von der einen Überlagerung in die andere. Und genau das ist richtig und das wollen wir jetzt hier formulieren. Also wenn wir zwei gegebene Untergruppen haben, die eine ist in der anderen enthalten, also H liegt in G und beides sind Untergruppen der Fundamentalgruppe von x, x0, dann induziert das laut dem Hochhebungskriterium eine Abbildung der zugehörigen Überlagerung. Und wie sieht die aus? Also erstmal gibt es für diese Untergruppe H ja jetzt eine Überlagerung von, eine punktierte Überlagerung von xx0. Die schreiben wir mal hier hin. Nennen wir sie P. Und um die jetzt irgendwie zu kennzeichnen, dass die jetzt eben von diesem H abhängt, erlaube ich mir das mal hier so als Index einzufügen. Ja? Also das ist die Überlagerung yH. Dann haben wir hier eine zweite Untergruppe, dieses G hier von der Fundamentalgruppe. Und zu der gehört ebenfalls eine Überlagerung, die nennen wir also yg und nennen dann den zugehörigen Basispunkt am besten y0' und die Überlagerungsabbildung p'. Ja, also das ist einfach die Existenzaussage der Überlagerung zu diesen beiden gegebenen Untergruppen. Und jetzt betrachten wir dieses Diagramm aber als Hochhebeproblem. Ja, also p' ist eine Überlagerung, p ist in jedem Fall eine stetige Abbildung. Was passiert auf P1-Ebene? Die Fundamentalgruppe von yH, y0 wird durch P1p hier abgebildet auf die charakteristische Untergruppe und das war eben gerade das H, ja, so war die konstruiert. Und das liegt natürlich in der Untergruppe G, was gerade das Bild ist unter P1p' von der Fundamentalgruppe yg hier oben. Und das bedeutet, in dieser Situation ist H genau das Hochhebungskriterium erfüllt. Und deswegen erhalten wir eine eindeutige stetige Abbildung hier, die dieses Diagramm kommutieren lässt. Und die nennen wir mal Pi, sagen wir. Ja? Und wenn man sich das jetzt so ansieht, dann sieht man also zu dieser Inklusion von den Untergruppen, ja, erhält man dann dementsprechend einen Morphismus von Überlagerung, wenn Sie so wollen, also eine stetige Abbildung der Überlagerung, die überhalb dieser Projektionsabbildung geht, also so dass das Dreieck hier kommutiert. Nun ist es aber so, dass erstmal das Hochhebungskriterium einfach nur eine stetige Abbildung liefert. Also das ist, von dieser Abbildung wissen wir im Moment nichts anderes als Stetigkeit. Aber was wir gerne wissen würden, ist, dass diese Abbildung jetzt selbst wieder eine Überlagerung ist. Also dass dieses Pi eine Überlagerungsabbildung ist von yH nach yg. Dass also yH yg überlagert, wenn die Untergruppe H in der Untergruppe G enthalten ist. Und genau das ist nämlich richtig und Inhalt des nächsten Lemmas. Das erlaube ich mir jetzt ganz kurz zu schreiben. Pi ist eine Überlagerung. Okay, das wollen wir dann auch einsehen, warum das richtig ist.
Und man könnte jetzt anfangen und wirklich die Definition nachweisen und hier versuchen, lokale Trivialität und so weiter nachzuweisen, aber das war auch schon letztes Mal die richtige Bemerkung. Wir haben sozusagen das technische Schwierige, das Hände schmutzig machen, erledigt, sondern jetzt nur noch wirklich unsere schönen universellen Eigenschaften und Resultate nutzen, um alles weitere über Überlagerungen zu verstehen. Und genau das ist auch hier das richtige Mittel. Ja? Das heißt, das wollen wir wieder allein durch das Hochhebungskriterium jetzt hier zeigen, dass das richtig ist. Und dazu erlaube ich mir mal, das Diagramm hier oben zu kopieren für den Beweis. Das muss ich ja jetzt irgendwie mir näher angucken. Okay, wir machen jetzt nämlich Folgendes. Wir haben schon zwei Untergruppen, jetzt definieren wir eine dritte. Und zwar nennen wir die H'. Und was soll das sein? Naja, ich mache das Folgende. Ich habe die Untergruppe H, die liegt in der Fundamentalgruppe hier unten. Ja, und ich habe den Gruppenhomomorphismus P1 von P'. Und ich nehme das Urbild von dieser Untergruppe H unter dieser anderen Überlagerungsabbildung, also unter P1 P'. Das heißt, das ist P1 P' hoch minus 1 von H. So, diese Untergruppe H' ist jetzt also eine Untergruppe der Fundamentalgruppe hier. Und weil yg ja hier als durch den Klassifikationssatz entstehende Überlagerung selbst wieder gut zusammenhängend ist, kann ich jetzt den Klassifikationssatz auch auf diesen Raum yg anwenden und erhalte zu der Untergruppe H' eine neue Überlagerung. Also nennen wir die jetzt yh' mal und Basispunkt y0'. Und es hilft nichts, ich nenne sie P'. Genau, also das ist die nächste Überlagerung in diesem Bild. Aber jetzt... Dir gefällt die Notation nicht, weil der Basisraum einfach ist? Nee, mir gefällt nicht, dass ganz links das Komma wie H' aussieht. Ah, okay, dann machen wir mal ein besseres Komma. Da ist auch irgendwas mal radiert worden, ne? So? Ja. Okay, genau. Okay, sehr schön. Und jetzt machen wir Folgendes. Genau. Jetzt möchte ich hier Pfeile zwischen diesen beiden Objekten hier noch finden. Und wie bekomme ich die? Also zum einen, mal sehen, in welcher Richtung mache ich es am besten, das G muss irgendwie zeigen, dass... Genau, ich will Pi erst entlang, ja genau. Also hier habe ich eine Überlagerung P'. Hier habe ich eine stetige Abbildung Pi, von der weiß ich auch im Moment noch gar nicht mehr, als dass sie stetig ist. Aber ich will jetzt das Hochhebungskriterium für dieses Teildiagramm hier nachweisen. Okay. Also hier habe ich meine Fundamentalgruppe, wenn ich die mit Pi rüberschicke und dann mit P' nach unten schicke, dann lande ich aber wegen der Kommutativität des Diagramms in der Untergruppe, die ich erhalte, wenn ich die Fundamentalgruppe hier mit P hinunterschicke. Ja? Aber jetzt ist es gerade so, dass diese Untergruppe H' hier, ja, was ja das Bild ist von dieser Überlagerung hier oben, die war ja nach Konstruktion einfach das Urbild von dieser Untergruppe H hier. Mit anderen Worten, die Fundamentalgruppe von yh wird durch Pi abgebildet in die Untergruppe H' hier, was die charakteristische Untergruppe ist von dieser Überlagerung. Und deswegen existiert hier dieser eindeutige Lift. Und den nennen wir H. Ja? Hoffentlich habe ich ihn auch so in meinen Notizen genannt. Ja, genau. Diesen Fall gibt es aufgrund des Hochhebungskriteriums. Und jetzt möchte ich noch einen zweiten Fall konstruieren, und zwar in der entgegengesetzten Richtung, von hier nach da. Und wie bekomme ich den? Naja, ich habe hier unten noch eine Überlagerung, dieses P, von dem wissen wir, das ist eine Überlagerung. Und ich habe hier eine Komposition von zwei Überlagerungen. Ja, also ich weiß jetzt streng genommen, oder ich weiß noch nicht, dass das wieder eine Überlagerung hier auch ist, diese Komposition, aber ich weiß zumindest, es ist eine stetige Abbildung. Ja, also dieses P' nach P'. Diese Komposition ist eine stetige Abbildung. Ja, du weißt schon, dass eine Überlagerung ist, ne? Komposition von Überlagerungen sind Überlagerungen, haben wir das schon überlegt? Nein, aber es ist so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Komposition von Überlagerungen sind Überlagerungen. Ist richtig, aber haben wir es gezeigt? Nee, gezeigt haben wir es nicht. Okay, also wir brauchen aber du willst ja auch vergessen, auch dass es überhaupt eine Überlagerung ist, sondern... Genau, wir brauchen es auch nicht, weil wir müssen nur wissen, dass das hier eine Überlagerung ist und das ist eine stetige Abbildung, die ich hochheben will. Ich muss also das Hochhebungskriterium nachweisen für diesen Teil des Diagramms hier, was ich hier nachzeichne, ja, wo man hier die Komposition bildet.
Okay, wenn ich die Fundamentalgruppe von diesem Raum nehme und mit Pi' hinunterschicke, dann erhalte ich eben die charakteristische Untergruppe H', ne, mit der ich die konstruiert hatte. Wenn ich H' mit P' runterschiebe, dann erhalte ich H, weil P', also H' war ja eben genau das Urbild von unter H von P1P'. Das heißt, ich lande hier in H. Ich glaube, es ist trotzdem gut, ich sage die Dinge nochmal, weil es... Ja. Ich glaube auch, dass das gut ist. Sonst kommt man so durcheinander. Also das ist die Fundamentalgruppe hier, landet hier genau auf H. Und H ist aber die charakteristische Untergruppe von dieser Überlagerung hier. Mit anderen Worten, das landet in H insbesondere. Es gilt sogar Gleichheit, aber das benutzen wir hier nicht, sondern nur, dass es darin enthalten ist. Und damit ist das Hochhebungskriterium erfüllt für diese Überlagerung und diese stetige Abbildung. Und dementsprechend heben wir den hier hoch, eindeutig zu einer Abbildung G. Okay, jetzt sollte ich noch dazu schreiben, wie ich die erhalten habe hier, damit das auch im Anschieb dann noch da sichtbar ist. Also hierbei ist H, mit H, die Hochhebung von Pi bezüglich P'. Und G ist die Hochhebung von, was haben wir hochgehoben? P' nach P'. Bezüglich der Überlagerungsabbildung P. Okay, das ist die Situation. Und jetzt ahnt man schon, wie der Beweis zu Ende gehen soll. Nämlich, wir müssen jetzt zeigen, dass diese beiden eben konstruierten Abbildungen, H und G, zueinander inverse Homöomorphismen sind. Wenn wir das gezeigt haben, dann gilt ja hier Kommutativität in diesem Dreieck. Das heißt, wir haben durch diesen Homöomorphismus die Pfeile Pi und P' miteinander identifiziert. Und von P' wissen wir schon, dass es eine Überlagerung ist, sowas konstruiert. Deswegen ist dann also auch Pi eine Überlagerung. Ja, das ist das Argument hier. Genau. Okay, also es fehlt zu zeigen, diese beiden Kompositionen, G nach H und H nach G, die sind jeweils die Identität. Ja, Stetigkeit wissen wir schon, damit ist dann Homöomorphismus nachgewiesen. Okay, dann fangen wir mal an mit der Komposition G nach H. Also warum ist das die Identität? Und hier ist einmal mehr das Hochhebungskriterium, was uns dazu verhelfen wird, das nachzuweisen. Also ich bringe nochmal das Diagramm ins Bild, soweit es geht. H nach G heißt, wir fangen hier unten an, gehen mit G zurück und gehen mit P nach unten. Jetzt gehen wir mit P nach unten, also war ich schon wieder einen Schritt zu weit. Also wir landen hier, jetzt gehen wir mit P einen Schritt nach unten. Und jetzt können wir in dieser Komposition, das ist ja alles assoziativ, auch einfach so rumklammern und stellen fest, P nach G, also von hier, Moment, habe ich es richtig gemacht? P nach G, also zuerst G, dann P, ist ja dasselbe wie P'P'. P'P'. Genau. P'P'. Genau. Also erstmal habe ich jetzt P nach G. Diese Komposition habe ich ersetzt durch diese Komposition, weil beide Dreiecke kommutieren und damit auch das äußere Diagramm kommutiert. Und jetzt gilt ja, wie gesagt, Assoziativität. Das heißt, das kann ich jetzt auch geschickt andersrum klammern, wenn ich das gerne möchte. Das heißt, das betrachte ich jetzt mal so rum. Gucke mir die Komposition an P' nach H. Das ist also die von hier losgeht, da hochgeht und dann hier runter geht. Und das ist wegen der Kommutativität dieses Dreiecks gerade der Pfeil Pi hier. Das heißt, das ergibt mir P' verknüpft mit Pi. Und Pi verknüpft mit P' ist also diese Komposition hier und die ist wegen der Kommutativität unten gerade Pi. Und jetzt mache ich mal hier nochmal die Assoziativität mir zunutze und klammer es wieder so, wie ich es ursprünglich hatte. Also in diese Art und Weise. Und wenn ich möchte, dann kann ich hier auch nochmal verknüpft mit it schreiben, damit es ganz klar wird. Und dann sehe ich, dass g verknüpft mit h
und die Identität beide eine Hochhebung darstellen, einfach des Diagramms, wenn ich P zweimal anwende, um von Y, heißt das Y, Y0? Ja, also YH, Y0 nach XX0 zu kommen. Ja? Also zwischen dieser Situation sind G verknüpft mit H und It beides Hochhebungen. Ja? Also das ist das, was diese Gleichheit hier ausdrückt. Und dann wissen wir aber, es geht Eindeutigkeit der Hochhebung und deswegen muss G verknüpft mit H die Identität sein. Ja? Wegen Hochhebungskriterium. G verknüpft mit H ist gleich die Identität. Okay. Und genau dasselbe Argument wenden wir jetzt an, um die andere Komposition nachzuweisen, dass das ebenfalls die Identität liefert. Also wir machen jetzt H verknüpft mit G. Und wenn alles gut läuft, dann ist der Beweis eben so, dass man alle Kompositionen immer nur so auflösen kann, wie man es auch haben will, und dann müsste es auch funktionieren. Also probieren wir es mal. H verknüpft mit G heißt, also in welcher Richtung habe ich angefangen? H verknüpft mit G, das heißt, ich fange mit G an, ich fange hier oben an und laufe zurück. Das heißt, hier habe ich nur noch die Möglichkeit, G' anzuwenden. Dann tue ich das mal. Okay, dann mache ich denselben Schritt wie eben. Ich wende Assoziativität an und gucke mir das lieber so an. Hoffe, dass ich hier eine vernünftige Verknüpfung kriege. Mal gucken. Erst H, dann P'. Okay, das ist der Fall Pi wegen Kommutativität im oberen Dreieck. Das heißt, das ergibt mir Pi verknüpft mit G. Und Pi verknüpft mit G. Ist das richtig? Pi verknüpft mit G? Ja. Wenn ich bei G anfange und anschließend Pi laufe, dann ist das gerade P'. Und dann stelle ich fest, da bin ich genau da, wo ich hin wollte. Jetzt mache ich die Assoziativität wieder andersrum. Und klammer das wieder so rum. Und sehe, das ist dasselbe, wie wenn ich hier die Identität hochhebe. Das heißt, die Hochhebung, das Hochhebungskriterium für die Hochhebung von P' entlang von P' liefert mir, dass diese Komposition ebenfalls die Identität ist. Ja. Also mit demselben Argument von vorher. H verknüpft mit G ist die Identität. Ja, und damit ist alles nachgewiesen. Also G und H sind hier Homeomorphismen, die mir diesen Raum YH, Y0 identifizieren mit dieser Überlagerung YH-Y0-, also ist dieses Pi eben auch eine Überlagerung gewesen. Warte mal kurz. Ja? Ich hatte gerade noch so einen Gedanken. Das große Diagramm. Ich hatte gerade noch so einen Gedanken, weil das Argument war ja, jetzt, wenn wir von yh' nach yg gehen, bis runter nach x, da haben wir ja auch verwendet, dass zumindest dass die charakteristische Untergruppe in H drin liegt, von dieser Komposition. Ja. Aber tatsächlich, denke ich, sieht man an dem Diagramm, dass sie tatsächlich gleich H ist. Also, wenn wir verwenden, dass die Komposition von Überlagerung eine Überlagerung ist, dann haben wir jetzt zwei Überlagerungen mit derselben charakteristischen Untergruppe und wissen, die sind isomorph. Also yh und die oben von yh'. Trotzdem, glaube ich, reicht das nicht, weil dann wissen wir nur, dass die isomorph sind, eben über x. Aber du willst ja einen Isomorphismus, der über das yg geht. Mhm. Und deswegen, also ich für einen kurzen Moment im Beweis hatte ich das Gefühl, warum macht man es nicht einfach so? Ist ja viel leichter. Aber ich glaube, dann kriegt man eben nicht das. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich behaupte nach wie vor, wir wissen noch nicht, dass diese Komposition hier eine Überlagerung ist. Und also das, genau. Ja, ja, das stimmt. Das auch. Aber ja, ich glaube, selbst wenn wir es wüssten, wäre das nicht ausreichend. Richtig. Ne? Wir behaupten Überlagerung über diesen Raum hier. Das ist was anderes. Ja, genau. Okay. Aber damit haben wir das Lemma nachgewiesen. Das heißt, nochmal zurück, womit haben wir angefangen? Wir hatten zwei Untergruppen der Fundamentalgruppe. Eine war enthalten in der andere. In der anderen, jetzt wissen wir, daraus erhalten wir auch eine Überlagerung von der Überlagerung für die kleinere Fundamentalgruppe in die Überlagerung für die größere, nicht Fundamentalgruppe, kleinere charakteristische Untergruppe in die Überlagerung der größeren charakteristischen Untergruppe. Ja? Also sozusagen, wenn die, das ist, muss man sich merken, dass das irgendwie andersrum läuft. Ja? Je kleiner die charakteristische Gruppe, desto höher liegt die Zugehörige Überlagerung.
Genau. Okay. So, warum haben wir das jetzt diskutiert? Also nochmal zur Erinnerung, wir wollen eigentlich uns überlegen, warum die universelle Überlagerung, die wir eben als eine einfach zusammenhängende Überlagerung erstmal definiert haben, den Namen universell verdient. Ja? Und darauf möchte ich jetzt zurückkommen. Und, die universelle Eigenschaft der universellen Überlagerung, die liefert uns jetzt einfach der Spezialfall, dass H die triviale Untergruppe ist in diesem Zusammenhang. Also wir treffen mal jetzt hier den Spezialfall, dass H die triviale Untergruppe ist. Und dann sehen wir natürlich, die triviale Untergruppe liegt in jeder, überhaupt jeder Untergruppe G von der Fundamentalgruppe P1, X, X0. Ja? Und das hat jetzt eben den Effekt, weil wir diese Inklusion eben immer haben, dass die universelle Überlagerung, also die Überlagerung, die zu dieser charakteristischen Untergruppe gehört, schlicht und ergreifend jede andere Überlagerung überlagert. Und das ist die universelle Eigenschaft, denn diese Überlagerung ist auch noch eindeutig, ja, mit der Eigenschaft, dass sie über xx0 liegt. Also das schreiben wir jetzt nochmal auf. Satz. Und dieser Satz ist einfach die universelle Eigenschaft der universellen Überlagerung. Sei xx0 ein gut zusammenhängender Raum, ja, dann gibt es für jede wegzusammenhängende Überlagerung, ich muss jetzt nur noch wegzusammenhängend fordern, die anderen beiden Eigenschaften folgen dann aus dem gut zusammenhängenden Basisraum. Dann gibt es für jede wegzusammenhängende nennen wir sie y, y0 wie üblich, über x, x0. Eine eindeutige Überlagerung ich erlaube mir jetzt mal dem keinen Namen zu geben, sondern einfach dann in ein Diagramm einzuzeichnen. Eine eindeutige Überlagerung der universellen Überlagerung über dieser wegzusammenhängenden Überlagerung, die gemeinsam über x, x0 liegen. Also die ist eindeutig mit der Eigenschaft, also sodass folgendes Diagramm kommutiert. Ich habe hier mein y, y0, das überlagert x, x0 und ich habe hier meine universelle Überlagerung, Schlange, x0 Schlange und die überlagert zum einen die hier, die beliebige und natürlich auch selbst den Basisraum und dieses Dreieck soll kommutieren. Und mit dieser universellen Eigenschaft verdient die universelle Überlagerung ihren Namen.